Und ich, für meinen Teil, kann es kaum erwarten, zuzusehen. Wie sagten Sie, war Ihr Name? Dr. Olivia Octavius. Kann ich davon ausgehen, dass Ihre Freunde Sie Doc Ock nennen? Meine Freunde nennen mich eigentlich Liv. Meine Feinde nennen mich Doc Ock. Ich schaff das, lauf! Mit wem redest du da? Ich schaff das! Oh, du schaffst das, Peter! Ich krieg das schon hin, Kumpel! Alles ist bestens! Okay, das hat ein bisschen blöd. Ganz schön redselig. Ich muss weg. Das ist der Moment, in dem ich den Kampf verliere. Okay, zuerst die gute Nachricht. Den Monitor brauchen wir nicht. Au! Peter! Dass du einen unsichtbaren Freund hast. Gib mir den Computer zurück, junger Mann. Peter! Das ist Firmeneigentum. Oh. Wäre ein guter Zeitpunkt, unsichtbar zu werden. Ja. Okay, wir werden nicht unsichtbar. Ich suche mir einen Bagel aus. Verhalte mich super normal. Spider-Man? Das ist echt lustig. Passiert mir oft. Hey, Spider-Man? Hey, Hände hoch! Okay, du nimmst das, ich das. Was? Keine Bewegung! Halt, wo wollt ihr denn hin? Das ist unser Bagel! Okay, Zeit zu schwenken, wie ich es dir beigebracht habe. Wann hast du es mir denn beigebracht? Hab ich nicht, war ein Witz. Hilft bei der Teambildung. Hey! Okay, bist du bereit? Nein, bin ich nicht. Das kann ich noch nicht. Weiß doch jeder, man lernt am besten, wenn man unter lebensbedrohlichem Druck steht. Komm schon. Was machst du denn da unten? Ich renne besser, als ich schwinge. Du musst schwingen, sonst kriegen sie dich. Das ist doch das, was du wolltest. Sieh dahin, wo du treffen willst. Schultern gerade halten und die Bewegung bis zum Ende durchziehen. Und nicht in Rücklage schießen. Das ist zu viel auf einmal. Dann hör einfach nicht auf mich. Das ist die beste Idee, die du heute hattest. Schönes Ding, Miles. Ich kann es. Ja, und wie? Mit Doppelklick loslassen und Thrip wieder rausschießen. Okay. Thrip und loslassen. Thrip und loslassen. Thrip und loslassen. Naturtalent. Thrip. Loslassen. Spürst du den Rhythmus? Juhu! Und loslassen. Gut, Miles. Ich muss schon sagen, du bist echt spitze. Wir sind ein kleines Team. Ich, der Lehrer, der es noch drauf hat. Du, der Schüler, der es auch drauf hat. Nur noch nicht so gut. Ich bin stolz auf uns. Willst du mir auch was sagen? Peter! Ich heiße Gwen, eigentlich. Haha, du kennst sie. Wie cool. Ich bin aus einer anderen Dimension. Ich meine, aus einer anderen Dimension. Alles klar, Leute. Fangen wir von vorne an, ein letztes Mal. Mein Name ist Gwen Stacy. Ich wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen. Und die letzten 2 Jahre war ich die einzig wahre Spider-Woman. Den Rest kennt ihr ja. Ich spiele in einer Band. Hab meinen Dad gerettet. Doch, meinen besten Freund konnte ich nicht retten. Peter Parker. Also rette ich jetzt alle anderen. Freundschaften schließe ich nicht mehr. Denn sowas stehe ich nicht nochmal durch.
Und eines Tages ist dann diese verrückte Sache passiert. Und ich meine mal so richtig verrückt. Ich wurde in die letzte Woche geschleudert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin in New York gelandet, aber nicht in meinem New York. Mein Spinnensinn sagte mir, ich muss zur Visions Academy. Vielleicht seid ihr nur zu früh? Ich wusste nicht genau, wieso, bis ich dich traf. Ich mag deine Frisur. Du hast meine Frisur nicht zu mögen. Los geht's. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Ist eine Frage für die Comic-Con. Was ist eine Comic-Con?